Hallo, das hier ist die alternative Variante einer alternativen Variante, einer alternativen Variante des Spiels Celadron gegen Mali. Wenn ihr dafür hier seid, super. Ansonsten ist jetzt eine Infografik eingeblendet und damit könnt ihr euch dann zusammen mit den Infografiken von dem Video, wo ihr dann da hinkommt, jeweils weiter zu den vorherigen Zügen, wo wir das Spiel quasi gesplittet haben, in unterschiedliche Varianten hinklicken. Wenn ihr aber hierfür hier seid, dann jetzt erstmal viel Spaß. Ja, in dieser Variante immer noch Marvin mit dem Mali gegen mich als Celadron und ich setze den Celadron diesmal nicht neben den Sprössling in die Mitte, sondern unten neben die Ruine, um da quasi ein bisschen zu decken und zu verhindern, dass der Schattenläufer da Druck machen kann. Marvin wertet jetzt trotzdem die Goldfrucht zu einem Mali auf, bedroht meinen Vierer, ich muss mit dem Vierer wegziehen, sammle aber in der Zeit schon immer wieder Triggerpunkte. Er verfolgt mich jetzt, ich gehe weiter weg und er sammelt auch Triggerpunkte, ist aber nicht so wichtig, greift dann den anderen Vierer an, beziehungsweise bedroht ihn. Ich kann dann durch das Portal abhauen, zumindest, also ich kann auf das Feld neben mich, wo ich auch hinziehen könnte, durch das Portal abhauen, damit da nicht der Mali auf die Ruine ziehen kann und direkt wieder das Portal für zwei Punkte und den Abgesandten bedrohen kann. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, durch das Portal abzuhauen. Der Mali zieht dann runter auf die Ruine und da wird es dann langsam auch mit den Ruinen eng, denn unten die Waldhüterin kann mit einem Zug auf die Ruine gehen und dann kann der Schattenläufer die Ruine einnehmen und hat sofort gewonnen und dann ist auch egal, dass mein Celadron daneben steht. Erstmal ziehe ich aber den Abgesandten hier weg, denn wenn ich vier Punkte verliere, bin ich ja direkt in der Gefahr, dass nur noch der Schattenläufer aufwerten muss und durch den virtuellen Siegpunkt der Mali-Spieler gewonnen hat. Und das kann ich halt nicht verhindern, deswegen muss der Abgesandte da weg. Marvin wertet daraufhin den Schattenläufer zu einem 6 auf, hat jetzt schon einen virtuellen Siegpunkt. Ich gebe mir hier jetzt zwei Triggerpunkte, weil ich das bei den letzten Zügen vergessen hatte. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ich glaube, ich hätte eigentlich sogar bei 5 sein müssen. Macht aber für den Rest des Spiels auch keinen großen Unterschied. Mein Portal ist jetzt da bedroht und ich schütze es, indem ich mein Portal unten zu einer Portalträgerin aufwerte. Jetzt kann das Portal nicht mehr geschlagen werden. Aber Marvin zieht jetzt mit der Waldhüterin unten auf die Ruine und dadurch muss ich meinen Celadron quasi auf die Ruine heroisch dazwischen schmeißen. Genau, damit er mit seinem Mali die Ruine nicht einnehmen kann. Und Marvin wertet dann einfach hier zu einem Dreier auf und kann so über den Mali meinen Sechser bedrohen. Ich habe jetzt genug Triggerpunkte auch, obwohl ich einen vergessen hatte, um zu explodieren. Und ich glaube, das ist dann meine einzige Chance auch, das noch zu verhindern. Denn wegziehen darf ich ja nicht. Bekomme dann immerhin noch einen Siegespunkt und bin bei 7. Aber kann dann in Folge auch nicht mehr verhindern, dass jetzt die 3 im nächsten Zug die Ruine einnehmen wird. Selbst wenn ich hier noch aufwerte. Und dann ist das auch in dieser Variante ein Sieg für die Mali. Ja, auch in dieser Variante also ein Sieg für die Mali, obwohl wir ursprünglich die Celadron in allen Varianten gewonnen haben. Deswegen hier vielen Dank für Marvin, der auf den Zug mit dem Schattenläufer nach links gekommen ist und dann auch hier schon Varianten sich durchgedacht hatte, sodass, egal was ich hier mit den Celadron gemacht habe, er einen Sieg einstreichen konnte. Jetzt hoffe ich natürlich, dass vielleicht jemand doch noch eine Möglichkeit findet, wie die Celadron sich wehren können, sodass es wenigstens noch etwas länger dauert als diese paar Züge, die wir jetzt noch gemacht haben. Kommentiert das einfach und dann können wir auch die Variante einmal, entweder ich mit welchen aus meiner Spielergruppe oder ihr, wenn ihr bei uns im Discord seid oder reinkommt, einmal ausprobieren. Genau, zum Discord, wie ihr da reinkommt, habe ich eine ganze Playlist mit wie starte ich mit Dice War. Die ist am Ende auch verlinkt und wir freuen uns über alle, die dazukommen. Bis dahin, viel Spaß!